Ja, ich bin's da, Hydro HD, und heute mal ein Tutorial zu dem Controller, weil viele werden dem Problem haben, dass dein Controller an links tickt oder wenn du komplett durchdruckst, holt, dass er nicht mehr Vollgas läuft. Wisst ihr, was ich meine? Und da habe ich jetzt einen kleinen Lifehack gesehen, sozusagen, auf YouTube. Und dann wollte ich den beiteilen, weil es kann sein, zu 90% hat sie daran drin, dann die coolen, das linke Stick oder rechte Stick ist egal, Staub abgelagert. So wie es auch bei mir war. Und das hilft, wenn es einmal da einblasst. Warte, das mache ich einmal kurz. So müsst ihr da dann einblasen. Und das wird so lang, bis er keinen Linkstick mehr hat. Und ich habe es zwar jetzt nicht gezeigt, aber meiner hat vorher einen extremen Linkstick gehabt. Und jetzt schaut es, geht er einmal frei. Kein Linkstick, nix. Also hat relativ gut geholfen. Ich sage mal so, zu 90% der Fälle von 100 haut es hin, wenn es entweder linker Stick so, also wenn er nicht nach vorne geht, aber zeugst einbloß. Wenn er nicht nach hinten geht, aber zeugst einbloß seitlich genauso. Und rechts dasselbe. Ja, bei mir hat das relativ gut hingehauen. Und ja. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Ich hoffe, ich habe euch ein kleines Hilfe gezeigt. Ich würde mich über ein Like und um ein Follow, wenn ihr es noch nicht habt, sehr freuen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Stream, wahrscheinlich heute am Abend. Viel gut!